Zugeschaltet ist nun Markus Pretzel, ehemaliges AfD-Mitglied, Ex-AfD-Fraktionsvorsitzender im Nordrhein-Westfälischen Landtag und Europaabgeordneter sowie Ehemann der ehemaligen AfD-Vorsitzenden Frauke Petry. Guten Morgen, Herr Pretzel. Ja, guten Morgen. Da haben wir aber eine schöne lange Einführung für Sie gemacht. Heute sind Sie ja parteilos. Wie blicken Sie denn nun auf den derzeitigen Erfolg Ihrer ehemaligen Partei der AfD? Naja, also zunächst mal hat die AfD eine Geschichte von 10 Jahren. Davon habe ich die ersten 4 Jahre mitgemacht und bin nun seit 6 Jahren nicht mehr Parteimitglied. Das vielleicht mal vorweg. Insofern habe ich dazu inzwischen eine relativ große Distanz. Die Veränderungen in den letzten Jahren halte ich aber ehrlich gesagt für gar nicht mehr so groß. Und deswegen bin ich immer etwas erstaunt, wenn jetzt darüber gesprochen wird, dass die Partei verboten werden soll, weil ich glaube, dass sich in den letzten 4, 5 Jahren gar nicht mehr wahnsinnig viel strukturell in der Partei verändert hat. Was glauben Sie denn, Diskussionen über ein Verbot der AfD, wie wird sich das die Partei im Zweifel zunutze machen aus Ihrer Erfahrung? Naja, das ganze Spiel läuft ja eigentlich seit 10 Jahren immer gleich. Insofern bin ich auch immer etwas erstaunt über die immer gleichen Diskussionen. Wir reden jetzt wieder über die Frage, muss man entweder was gegen die AfD tun, indem man sie also mit dem Verfassungsschutz bekämpft, oder muss man sie inhaltlich stellen? Die Diskussion ist so alt wie die Partei. Und insofern glaube ich, dass man mit solchen Diskussionen, solchen Phantomdiskussionen am Ende überhaupt gar nichts bewirkt, weil natürlich die AfD vor allem eins damit erreicht: es wird über sie gesprochen, das ist eine Stärkung der Marke und das ist erstmal immer gut. Aber wenn Sie sagen, es ist schon ein langer Prozess, der ist schon lange angestoßen worden und wir haben einen Bernd Höcke, der als rechtsextrem eingestuft wird. Also wie haben Sie den kennengelernt? Hat er schon damals im Prinzip die Wurzeln gelegt dafür und ist es jetzt einfach viel zu spät, ihn noch am Schopfe zu fassen und tatsächlich ihn zu überführen? Ich glaube, man muss ganz dringend die Diskussion etwas anders führen. Die Diskussion über die AfD hat immer 3 Dinge miteinander vermischt. Erstens der Extremismus. Über den ist relativ wenig, also es ist viel über Extremismus gesprochen worden, aber es ist relativ wenig darüber gesprochen worden, was man damit eigentlich konkret meint. Das Zweite, man hat darüber gesprochen, dass einem Inhalte nicht gepasst haben. Und das, man kann sich natürlich darüber echauffieren, dass man eine andere Asylpolitik möchte, eine andere Energiepolitik oder auch andere Dinge. Das aber in den Haufen mit dem Extremismus zu schmeißen, war schon immer falsch. Das ist aber sehr zahlreich gemacht worden. Und das Dritte war, dass man die Stilistik der AfD angegriffen hat. Das hat aber mit Extremismus gar nichts zu tun. Also zum Beispiel der viel bemühte Populismus. Populismus ist ein politisches Instrument, hat aber mit Extremismus nichts zu tun. Das heißt, was dringend passieren muss, ist, sich mit den Inhalten tatsächlich auseinanderzusetzen. Und Björn Höcke hat ein Buch geschrieben, in dem er ein geschlossen nationalsozialistisches Weltbild propagiert. Das schließt ein, als Vorbedingung für den Erfolg seiner Politik, die er sich vorstellt, eine neue Volksreligion. Sie müssen sich das vorstellen, ein Politiker, der eine neue Volksreligion fordert, als Vorbedingung für sein politisches Wirken. Der Führergedanke taucht dort auf, verbrämt als Machiavellis Uomo Virtuoso. Es gibt die, anders als bei den Linken, da spricht man immer vom neuen Menschen, Björn Höcke spricht von der Selbstveredelung des Volkes, also vom neuen Volk. All diese Dinge, die sind alle aufgeschrieben. Sie können sie aber außer in seinem Buch nirgendwo nachlesen. Das heißt, eine wirkliche Auseinandersetzung mit diesen klar extremistischen Positionen, die er hat, und dazu das Netzwerk, mit dem er die Partei natürlich inzwischen steuert, aber das eben nicht erst seit gestern, das wäre dringend angeraten. Und ich würde dringend darum bitten, dass man das trennt von den Inhalten und von der Form, die einem bei der AfD nicht passen, denn das ist etwas völlig anderes. Darüber kann man sich im alltäglichen, in der alltäglichen Auseinandersetzung mit der Partei vielleicht echauffieren. Das hat aber nichts mit der Frage des Extremismus zu tun. Und der ist viel, viel entscheidender.
Sie haben aber auch gesagt, es wird viel darüber gesprochen, dass Inhalte nicht passen. Also sagen Sie doch auch im Grunde selbst, dass man sich mit den Inhalten auseinandersetzt. Und um jetzt noch kurz auf das einzugehen, was Sie zu Björn Höcke gesagt haben. Sie haben damals, als Sie noch in der AfD waren, auch gesagt, die AfD sei eine Pegida-Partei. Wo ist der riesige Unterschied zu jetzt? Ja, sehen Sie, ich hab damals in der Tat gesagt, und wenn, ich habe ein bisschen mehr gesagt, als dass die AfD eine Pegida-Partei ist. Ich habe damals es für richtig gehalten, mit Pegida zu reden. Das ist aber etwas völlig anderes als Extremismus. Das ist genau das, was ich meine. Wenn Sie sich, wenn Sie Björn Höcke... Sie haben aber schon deutlich auch gesagt, die AfD sei eine Pegida-Partei. Nicht nur, dass es richtig sei, damit mit Pegida zu reden. Das ist schon ein Unterschied. Nochmal, das ist eine viertelstündige Rede gewesen. Und in der Tat, ich habe eine ganze Menge zu dem Thema Pegida gesagt. Und ich habe damals gesagt, dass die AfD diese Dinge, die damals mit Pegida aufgekommen sind, da war Pegida im Übrigen auch noch eine ganz andere Bewegung, das ist genau das, was ich meine. Sie verbinden, sie tun eins. Sie tun so, als sei die Verwendung des Begriffes Pegida-Partei dasselbe, was Björn Höcke tut. Und das ist ein riesiger Unterschied. Es mag Ihnen nicht passen, dass ich der Meinung war, dass die AfD sich als Partei derjenigen aufstellen muss, die damals mit Pegida auf die Straße gegangen sind. Ich habe nie behauptet, dass sich die AfD mit einem Lutz Bachmann und ähnlichen Figuren dort gemein machen muss. Ich habe in der Partei lange dafür gekämpft, dass diese Leute draußen bleiben. Das ist genau das, was ich meine. Man muss diese Unterscheidung zwischen Extremismus und dem, was einem an Rhetorik nicht gefällt oder an Positionen nicht gefällt, muss man trennen. Denn darum geht es bei der ganzen Debatte. Und weil diese Unschärfe in der Debatte immer wieder passiert, weil diese Trennung nicht verstanden wird, weil man immer so tut, Prezell und Höcke, das ist genau das Gleiche. Nein, Prezell und Höcke sind wie Feuer und Wasser. Ich habe inhaltlich mit dem Mann nichts gemeint, überhaupt nichts. Pegida allerdings ist ja auch eine Rechtsextreme, deswegen ich wollte die genaue Trennung von Ihnen einfach nur hören, wo Sie den großen Unterschied sehen. Herr Prezell. Ja, dann ist meine Frage, wo sehen Sie ein Extremismusproblem, wenn jemand sagt, AfD ist eine Pegida-Partei? Das ist meine Gegenfrage dazu. Ist das ein Problem, wenn jemand das sagt? Haben Sie damit ein Problem und ist das so schlimm wie Björn Höcke? Wenn Pegida eine als rechtsextrem eingestufte Organisation ist, dann in der Tat finde ich das problematisch. War sie damals nicht? War sie damals nicht? Das war zu einem Zeitpunkt, als Lutz Bachmann bei Pegida gerade rausgeflogen war. Aber wie gesagt, das sind alles Differenzierungen, die man, wie gesagt, Sie machen das jetzt seit 10 Jahren, beobachten Sie diese Partei. Und Sie sind bis heute nicht in der Lage, diese Differenzierung zu treffen. Das ist auch ein Medienproblem. Herr Prezell, aber jetzt gucken wir mal auf ein anderes Thema, was diesen Extremismus auch angeht, was Sie eben angesprochen haben. Jetzt nimmt die AfD den Verfassungsschutzpräsidenten ins Visier. Wie beurteilen Sie das? Also will man damit auch verhindern, dass man im Prinzip der Beobachtung durch den Verfassungsschutz entgehen kann, indem man den Chef der Behörde jetzt versucht vorzuführen? Ich glaube, dass es der AfD in weiten Teilen inzwischen relativ egal ist oder seit einigen Jahren bereits egal ist. Es gibt, ich glaube, dass der Verfassungsschutz schon vor vielen Jahren ausreichend Grund hatte, also mindestens zahlreiche Landesverbände vollständig zu beobachten. Mein Gefühl ist aber auch, dass der Verfassungsschutz zum Teil gar nicht über die entsprechenden Informationen verfügt, wenn ich so den Verfassungsschutzbericht lese. Das ist natürlich alles für die Galerie. Das ist der Versuch, letztlich der AfD auch deutlich zu machen, dass der Verfassungsschutz als ein politisches Instrument missbraucht wird, was ja in Teilen nicht falsch ist, was aber nichts daran ändert, dass die AfD trotzdem ein Extremismusproblem hat. Sagt Markus Prezell, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Sehr gerne. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.